Oh, hier sind schon wieder reichlich Wölfe. Nein, 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 nein. Da haben wir nun nicht von geredet. Wissen Sie, also, das ist aber, das ist Stalking hier. Herzlich willkommen zurück zu Keep Up Survival. Ja, ich bin hier unterwegs. Ganz im Norden der Hauptinsel. Denn hier soll es Schwefel geben. Und den brauche ich, um Schießpulver herzustellen. Und ich habe das erste Mal hier so ein bisschen selber gebaut. Und erstmal nur so einen kleinen Unterschlupf gemacht, den ich immerhin zumachen kann. Und ja, die Werkbank hatte ich noch auf der Tasche. Die war ja sowieso, die habe ich doppelt hergestellt. Konnte ich gleich hier hinstellen. Hier wird momentan mein Abendessen gekocht. Ist schon fertig. Machen wir gerade mal aus. Denn dann kann ich hier schon neue Sachen draufpacken. Oh, hier Gehirn. Fleischlungen. Egal. Wir kochen erstmal. Ja, meine Beagle muss ich ja nicht füttern. Ich weiß gar nicht, wo die sich momentan wieder rumtreiben. Meistens stehen sie hier hinten irgendwo. Da hinten schleicht ein Zombie rum. Hab ich die weggeschaltet oder so? Merkwürdig. X verstecken. Wieder. Da sind sie doch. Jetzt ist wieder nur noch einer da. Ja. Hier passieren immer wieder merkwürdige Dinge, aber es ist ja auch eine merkwürdige Situation hier. So, ich brauchte noch Holz, genau. Da war ich stehen geblieben. Denn ohne Holz kann ich nicht bauen, ohne Holz kann ich nicht kochen und craften auch nicht. Holz ist hier so ziemlich die Nummer 1. Zong. Da ist noch dickes Holz. Komm, gib her. Jawohl. Zombie. Hä? Also auch das mit dem Schlagen und so ist mehr als merkwürdig. Oh, was zu essen. Essen wir gleich mal weg. So, warum der mich jetzt wieder verletzt hat, das ist mir nicht so ganz klar. Aber egal. Das sind ja immer nur kleine Kratzer. Wenn überhaupt. Dann esse ich ein, zwei Pilze, dann hat sich die Sache wieder gegessen. Aha, da unten gibt's. Oh. Ein Kaninchen, ein Fuchs. Hallo Fuchs. Den habe ich auch noch nicht so genau gesehen. Der ist ja ganz friedlich. Guck mal. Hallo. Na? Was macht es? Was macht das Leben als Fuchs so? Hm? Das habe ich noch nicht erlebt, dass der Fuchs so friedlich ist. Oh ja. Ich hoffe, der ist nicht zombifiziert oder so. So, wie viel Holz habe ich denn? Ich glaube, noch nicht allzu viel. Das hört sich eigentlich auch nach Fuchs an. Ich schaue mal gerade, was mein Grill so macht hier. Und auf die Türen muss man auch aufpassen. Was war das denn? Was war das denn wieder für ein Geräusch? Hast du das?
Hast du gerade einen Zombie platt gemacht oder so? Ah, die Bibel sollte man vielleicht auch nicht unterschätzen. Auch nur Hose. Oh, neben dir ein Kaninchen. Ich meine ja nur, falls du Hunger hast. Von mir könntest du hier noch was haben. Ich habe hier noch ein paar Gedärme, aber kein Interesse. Oh, ah, die Tiere hier. So, da ist noch mehr Holz. Und ein Wolf. Danke, genug Fleisch habe ich. Dann lege ich mal so einen Baum hier. Meine Beagle können auch so heulen. Ein bisschen an. Nanu? Verletzt. 96 Gesundheit. Hier komm. Wo sind meine Pilze überhaupt? Pilze? Meine Pilze sind weg. Oh. Das ist unangenehm. Gut, ich kann ja schnell wieder neue sammeln, aber. Ich weiß nicht, ob es hier schon wieder ein Update gegeben hat, dass einiges durcheinander gekommen ist. Möglich ist es. Aber die Bugs sind immer noch mehr als deutlich. Meine Pilze sind tatsächlich weg. Ich hatte so einen großen Stapel. Interessant. Macht nichts. 4 Gesundheit, 4 Hunger. Hier, komm, weg damit. Einmal Hirn. Hirn ist immer gut. 10 Gesundheit, 13 Hunger. Ja, essen sollte ich nochmal. Dann hauen wir hier mal noch ein bisschen Feuer rein. Und ich wollte irgendwie noch eine Lagermöglichkeit bauen. Ja, genau, so eine Aufbewahrungsbox aus Holz. 10 Nägel brauche ich. Wie sieht denn das mit Nägeln aus? Schrauben hätte ich. Man hat immer das nicht, was man braucht. Super, läuft. Okay. Ich muss mal gerade ein paar Nägel looten. Mal gucken, ob hier im Haus hier ist schon wieder alles respawnt. Vielleicht finde ich hier irgendwo Nägel. Holzstamm. Das gibt's doch nicht. Jetzt steht der Hund wieder im Weg. Ein Hund und der steht im Wege. Yay. Ach, verschwinde. Gut, dass es die Verschwindetaste gibt. Hier ist nichts zu holen. Hier ist nichts zu holen. Hier brauche ich gar nicht reinzugucken. Aber hier. 3 Zitronen. Ja, essen wir auch. Nicht, dass mir irgendeiner vorwirft, ich hätte mit Zitronen gehandelt. Oh, hier. 8 Nägel. Das reicht nicht ganz. Aber immerhin gibt es ordentlich was zu essen. Und noch eine Spule. Sehr schön. Wir hätten jetzt alles... Naja, alles ist leer. Ich glaube, hier brauche ich nicht weiter zu gucken. Ja, jetzt habe ich wieder zu wenig Nägel. Halt. Gerade noch mal schauen, das läuft noch. Das ist fast alles durch. Ich kann noch essen, dann haue ich mal hier das Lungenhaschee weg.
essen. Ja, das sollte reichen. Jetzt bin ich auf jeden Fall satt. Die Leber würde ich gerne noch grillen. Zack, das kommt noch drauf. Und zu essen habe ich eigentlich genug. So. Tja, gehe ich mal auf Suche. Muss mal gerade hier so ein bisschen zoomen. Was ich nicht so ganz verstehe, Schwefelzone. Ob ich da wirklich meine Gasmaske brauche, die habe ich immerhin. Aber warum die anderen Sachen weg, vor allem die Pilze weg oder verschwunden sind. Ich weiß natürlich nicht. Ich habe noch nicht nachgeguckt, ob es wirklich ein neues Update gegeben hat. Möglicherweise hat er die Pilze auch komplett aus dem Spiel genommen, weil es gibt genug andere Sachen zu essen. Es gibt auch genug andere Sachen zu heilen und daher ist das nicht unbedingt so das Problem. Genau. Ich kann ja mal mein Hündchen wiederholen. Kommt das wieder? Jo, da ist es. Dann schaue ich mal. Zumindest irgendwie Vergiftung oder so, da merke ich nichts von. Hau doch drauf. Komm, wieso? Ich habe die Axt in der Hand. So, jetzt. Aha, geht doch. Ist das schon Schwefel? Ich nehme mal die Spitzhacke in die Hand. Ich hoffe. Da war die Spitzhacke. Okay. Unbehandelter Schwefel. Ja, tatsächlich. Das ist Schwefel. Aber irgendwie. Eine Gasmaske brauche ich nicht. Es kann natürlich immer noch kommen. Wer weiß. Also so sieht Schwefel aus. Du hau schon. Wahrscheinlich muss ich den auch noch wieder erst irgendwie bearbeiten oder einschmelzen. Aber das kann ich ja gleich mal ausprobieren. Naja. Das ist auch kein großer Baum mehr. Auf jeden Fall für alle diese Aktionen brauche ich Holz. Daher sind die Bäume, die hier so liegen, erstmal herzlich willkommen. Danke. Den können wir auch noch mitnehmen. Dann gehe ich nochmal auf... Ne, nicht den Hammer. Spitzhacke. Hau drauf. Jawohl. Frischer Schwefel, unbehandelt. Boah, wie viel Schwefel ist denn hier? Ob ich die auch alle abbauen kann? Zong. Ja, ich glaube nicht. Das Geräusch ist schon klar, aber ich mache da nur komische Löcher und bekomme nichts raus. Das heißt, ich muss hier die kleineren... Ist da Matsch drunter? Sehr merkwürdig. Da unten sind Wölfe. Aber ich... Lichtig! Oh, der hat mir jetzt aber tatsächlich ein bisschen Schaden gemacht. Naja. Frisches... Oh, gutes Fleisch. Ein paar Därme. Nochmal rohes Fleisch. Auf jeden Fall hat er... Warst du das oder waren das die Zombies? Kommt der nächste Zombie an.
Habe ich die Pistole eigentlich schon ausprobiert? Geladen ist sie. Was ist denn jetzt los? Pistole. Pistole laden. Geht nicht. 9 mm habe ich auf der Tasche. Muss ich die so laden? Oder fehlt hier wieder was? Fehlt hier das Magazin? Ich bin verwirrt. Ich hatte ein Magazin gebaut und reingelegt. Okay. Macht nichts. Arbeiten wir dann doch lieber wieder mit der Armbrust. Die funktioniert wenigstens so halbwegs. Das Geräusch sagt alles. So, ich... Da liegt ein toter Zombie. Der ist vielleicht von einem Wolf erlegt worden. Möglich. Gibt es hier was drin? Das sieht nicht sehr lootbar aus. Ich glaube, da sind mir die Hütten hier lieber. Unbehandelter Schwefel, den kann ich einfach einsammeln. Mache ich doch. Und Sand. Da kann ich Glas rausschmelzen. Steine habe ich ja noch genug, ja. Tür auf. Oh, da ist eine Lagerkiste. Vielleicht gibt es ja noch ein paar Herren. Da ist natürlich gar nichts drin, was ich gebrauchen kann. Nägel wären gut. Okay, zumindest vergiftet werde ich hier nicht. Der haut aber ab. Der Zombie kommt ran. Mal gucken. Was macht der denn für komische Bewegungen hier? Frechheit. Getroffen. Nochmal. Ich glaube, die Zombies bräuchten... Der wartet jetzt, dass ich gut ziele. Noch ein Headshot. Das war daneben. Jetzt blutet er. Jetzt ist er down. 4 Pfeile. Vergammelte Brombeeren, die kannst du behalten. Dafür mache ich mir so einen Aufwand und verschwende 4 Pfeile. Frechheit. Steh mal wieder auf. Wir brauchen noch Nägel. So geht das nicht. Ohne Nägel geht hier nichts. So, hau ich mal. Oh. One-Hit-Holz. Auch schön. Na, nicht drauf springen. Drauf hauen. So. Schon besser. Da ist noch eine Hütte. Allzu viel zu looten scheint es hier nicht zu geben. Das Kaninchen eben, das sah aus, als ob es was fallen lassen musste. Ah, ich glaube, hier ist auch nicht viel drin. Doch, eine Werkzeugkiste. Jawohl, Nägel. Okay, Eisen nehme ich auch. Hier ist nochmal Sand und hier ist Faser. Okay. Nein, die Faser wollte ich nicht haben. Da bekomme ich eigentlich immer genug von. Gibt es denn hier noch andere Gebäude, die man sich mal angucken kann? Nee, das ist Wasser. Auf jeden Fall interessante Gegend hier.
Wie weit sind wir denn? Oh, ich habe Durst. Ich habe kräftig Durst. Dann sollte ich mal... Was ist denn hier passiert? 7, 6. Oh, oh. Kriechzombie. Gib mal die Keule her. Das ist doch nicht wahr. So, suchen. Immer ein T-Shirt mit einer anderen Farbe. Nehmen wir schon mal ganz gerne. Ich glaube, langsam sollte ich mich mal heilen. Ich habe auf 9. Ja. 92. Ja, reicht. Den Rest mache ich dann mit Essen. Oh ja, trinken wollte ich. 6. Das geht aber. Wie viel habe ich denn da? 46. 45. Boah. Wenn man richtig Durst hat, dann trinkt man mehrere Liter Wasser auf einmal. Oder das sind immer 0,2 Plastikflaschen, wer weiß. Hier waren wir drin. Hier könnte ich noch ein bisschen Feuer machen. Hier wird nichts zu holen sein. Das sieht sehr entkernt aus. So, die Keule habe ich ja noch in der Hand. Zombie kommt. Das waren wieder 2 Schläge und down. Herrenjacke. Nö. Hier schwebt eine alte Wasserflasche. Genau, Müll brauche ich ja sowieso immer. Kann ich aus Müll nicht auch... Ich muss mal gucken, ob ich Nägel vielleicht sogar selber herstellen kann. Möglich ist es. Ich glaube, Holz habe ich 2 volle Stacks. Das sollte erstmal reichen. Kurzfristig, kurzfristig. Fasern wollte ich gar nicht. Ich will nur mal hier reingucken. Ja, ja, der Zombie natürlich wieder. Wieso schlägt er immer in Schlamm? Oh, Trauben. Trauben sind nice. Ein bisschen Hunger, ein bisschen Durst wird damit gemildert. Einmal Holzstamm. Hier liegt nochmal Schwefel direkt zum Einsammeln. Ich glaube, hier hat einer einen Weg gestreut. Oder eine Spur gelegt aus Holzstöckchen. Ich bin hier überhaupt nicht reingekommen, ne? Doch. So geht das. Schwefel. Müll. Holz. Keine Schrauben. Keine Nägel. Da oben ist auch nichts. Okay, war ein Versuch wert. Die haben ihren Tannenbaum in der Wohnung gelassen. Ich weiß nicht. Ich kann ja auch schwimmen. Mal gucken. Kann ich was unter Wasser looten? Oh, mein Beagle ist auch unter Wasser tauglich. Interessant. Sind Zombies eigentlich wasserscheu? Das wäre mal so eine Frage. Oh, hier fehlt irgendwo Textur. Die Schwimmbewegungen sind schon ganz okay. Meine Herren, also die einzige Waffe, die wirklich was taugt, ist echt die Keule.
habe ich aber genug Fleisch. Därme bringen wirklich wenig und Lungen eigentlich auch nicht allzu viel. Ob ich mich da noch weiter mit abschleppe, das ist die Frage. Ich sollte die Keule schon mal wieder in die Hand nehmen. Sicher ist sicher. Na komm ran. Ach, sie hält still. Naja. Auch wieder ein Herren-T-Shirt. Das sieht so ein bisschen bulky aus. Es gibt ja in Keep Up Survival auch eine männliche Spielfigur. Die scheint aber noch Beta zu sein. Vielleicht liegt es auch daran. Auch wenn der Zombie mir nichts tut. Ich weiß nicht, da gibt es ja keine extra Punkte für, wie viele Zombies ich hier platt mache. Ah, aber da könnte es... Ja, kommen Sie her, Herr Zombie. Wieso treffe ich ihn jetzt? Jetzt treffe ich ihn. Und man muss immer gucken... Nur den Bein oder das Bein oder den Kopf abhauen, das reicht halt nicht. Erstmal das Essen. Oh, oh, ein Hirsch. Vorsichtig. Hirsche sind gefährlich. Glaubt ihr nicht? Spielt mal Keep Up Survival. Ich wollte beinahe schon sagen Seven Days to Die. Nein, natürlich nicht. Also. Das ist das Spiel nicht und ich glaube, das will es auch gar nicht sein. Hier geht es hauptsächlich wohl um diese ganzen Tiere. Was war denn das jetzt wieder? Denn Tier, ach, das Hühnchen. Oh, und da ist sogar ein Anleger. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Na, wenn die keine Nägel haben, dann weiß ich auch nicht mehr. Da laufen auch ein paar Zombies rum und da kriecht noch so ein ja, so ein Komodo-Varan rum. Bisher waren die zum Beispiel harmlos. Hallo, Varan. Die haben mir noch nichts angetan. Was man von Hirschen hier in dem Spiel nicht sagen kann. Naja, bei Zombies wollen wir mal gar nicht drüber zu reden. So. Den Sportschuh habe ich, danke. Varan, hast du Hunger? Hier liegt ein Zombie. Ich meine ja nur. Noch ein Zombie. Naja, komm. Also diese Schlaganimation ist schon sehr komisch. Eine Litschi. Ja, die nehme ich gerne. Danke. Also es scheinen auf jeden Fall vegetarische Zombies zu sein. Die haben sehr viel Gemüse und Obst mit. Ist ja auch mal was Neues. So, looten wir hier mal ein bisschen. Da, das sind doch Nägel. Ja, eine Nagelbox, genau. Das habe ich gesucht. Hallo Kätzchen. Kommst nicht raus? Du bist eine Hauskatze, ne? Schauen, was es hier noch so gibt. Ob es hier noch was gibt. Das sieht aber sehr sparsam aus. Hier ist noch ein Raum. Oh, nochmal Sand. Schade, keine Nagelbox. Aber die eine Nagelbox ist schon ganz gut. Das müssten 50 Nägel sein. Jawohl, 50 Stück. Die kann ich auch auspacken. Jetzt habe ich 58. Da kann ich schon eine ganze Menge mitbauen. Darf ich mal gerade? Oh, Katze. Ist ja wie beim Beagle. Du darfst ja nicht vorbei. Hä? Okay, ich sehe mal zu, dass ich jetzt wieder in meine Behelfswohnung komme. Ist mein Billy wieder da? Ist der
folgen Sie mir. Beagle? Hallo Beagle? Ich verstehe das nicht. Der wird schon kommen. Eigentlich steht er auf Folgen Sie mir. Oder der hängt irgendwo im Wasser. Aber vielleicht beamt er sich auch gleich zu mir. Wer weiß. Da ist wieder ein Zombie, der sich mit dem Wolf anlegt. Aber warum ein Beagle nicht da ist? Kein Beagle. Wow! Ah, der Wolf war fleißig, muss ich schon sagen. Okay, joggen wir mal nach Hause. Und dann versuche ich mich da mal so ein bisschen einzurichten. Vielleicht mal, ich mache mal einen Schmelzofen. Und schau mal, was ich aus dem Schwefel dann bekomme. Vielleicht kriege ich ja Schwefelbarren oder so. Ich weiß es nicht. Aber wenn da schon steht, unbehandelter Schwefel, nehme ich noch ein bisschen Wasser mit. Kann nichts schaden. Oh, hier sind schon wieder reichlich Wölfe. Nein, 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 nein. Da haben wir nun nicht von geredet. Wissen Sie, also, das ist aber, das ist Stalking hier. Aber die Wölfe gefallen mir, seit sie die... Oh, Pfeile sind gut. Mist. Aber wenn das mit dem automatischen Stecken mal so funktionieren würde. Schon wieder? Ey! Huch. Der hier... Also ja... Sag mal, was ist denn los hier? Alle Tierchen. Der zuckt doch mit den Fingern. Oh, wie gruselig. So, erstmal der Wolf. Eins nach dem anderen. Dann durchsuchen wir mal die Zombies. Hosen haben wir. Was zu essen ist immer gut. Schade, dass man damit nicht kochen kann. Der Wolf haut ab. Das geht nicht. Komm, schnell. Aber um meinen Beagle mache ich mir jetzt langsam Sorgen. Dass der noch nicht wieder auf... Also jetzt... Sag mal, was ist denn mit den Viechern los? Halb tot und müssen aber alle angreifen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wohin mit dem ganzen Fleisch. So. Was ist das? Das ist Müll. Ah, Dünger. Steckt wenigstens. So, den habe ich noch nicht untersucht. Ah, da, doch, den habe ich untersucht. Ich bin beim Essen gestört worden. Von verschiedenen Zombies. So, jetzt aber nach Hause. Es kann sein, dass der Beagle dann auch erst wieder auftaucht. Wenn ich mich aus- und wieder eingeloggt habe. Wer weiß. Ich habe genug. Was soll ich mit den ganzen Wölfen? Erstmal also den Knüppel in der Hand. Weil hier natürlich auch noch wieder Zombies rumgeiern. Es ist so komisch.
Ui, eine Wassermelone. 3 Stück gleich. Die hau ich mir mal alle 3 in den Balch und Mann, Wölfe. Was ist das denn? Steine? Ja, ich glaube, Steine könnte ich gleich noch gebrauchen. So. Ab in die Hütte. Das war aber ein Fuchs. Dieses Wiff, 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 Wiff. Ups. Hallo? Sam? Okay. Ich verstehe es. Nein, den Beagle wollte ich zähmen. Der verbrennt sich aber gleich. Ich will doch meine Beagles nicht grillen. Lagerfeuer an. Beagle, komm da runter. Er ist runtergekommen. Er hat sich das nochmal überlegt. Das war auch besser von dir. Oder für dich. Aufbewahrungsbox aus Holz. Wird einmal gemacht. Und... Ah, ich brauchte ja auch noch ein Dach. Da fehlten mir auch noch Nägel. Moment, dann muss ich mein Baubuch in die Hand nehmen. Das war, glaube ich, hier. Dann gab es ein Spezialmenü und Holzboden. Holzboden geht auch als Dach. Song. Song. In welche Richtung ist auch egal. Jetzt hätte ich gerne noch irgendwie eine Lampe. Das wäre praktisch. Ich muss mal gerade das Buch wieder aus der Hand nehmen. Kann ich eventuell irgendeine Lampe bauen? Mal schauen. Regensammler, das wäre auch absolut eine gute Sache. Tatsächlich Nägel aus Eisenstange. Hätte ich auch Nägel herstellen können. Stehende Öllampe. Oh, 2x Glasbar. Da habe ich vielleicht Material genug für auf der Tasche. Aber die muss ich erstmal herstellen. Großen Steinofen könnte ich herstellen. Soll ich gleich einen großen machen? Ach klar. Warum nicht? Platz genug habe ich hier. So, dann muss ich gucken. Ich habe ja unheimlich viel zu kochen. Ja, siehste. Sie war wieder mit dem Kopf über dem Feuer. Jetzt geht's. Mache jetzt mal das Lagerfeuer kurz aus. Die Lungen esse ich mal gerade weg. Die lohnen sich sowieso nicht allzu viel. Aber Leber ist gut. Und rohes Fleisch natürlich noch besser. Ich packe hier gleich mal ordentlich Holz rein. So. Kinders, Frühstück, kommt mal her. Steht auch, folgen Sie mir. Ich habe hier noch Därme und ihr könnt auch noch die Lunge haben. Bitteschön. Kein Hunger? Naja. Überlegt's euch, wie ihr es machen wollt. Ich mache hier mal die Tür zu. Diese transdimensionalen Beagle hier. Irre. So. Einmal den Steinofen. 8. Der ist, so groß ist der auch gar nicht. Den stelle ich mal gleich hier hin. Und dann habe ich auch noch die Kiste. Die Kiste, die Kiste, die Kiste. Wo war die? Da. Die kommt daneben. So. Das sollte hierfür erstmal ausreichen. So. Öffnen. Immerhin 4 Eisenstangen habe ich.
So, jetzt gucke ich mal in den Steinofen. Na. Schwefel. Den möchte ich natürlich aufteilen. Teilt. 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 Und nochmal geteilt. 12, 12, 13, 13. Teilt. Teilt. Und das teilen wir auch nochmal auf. Ist also einigermaßen gleichmäßig. Da bin ich mal gespannt, was aus dem Schwefel so wird. Er wird auf jeden Fall verarbeitet. 6-mal roher Schwefel kann zu Schwefelblöcken verarbeitet werden, um andere Gegenstände herzustellen. Also ich bekomme Schwefelblöcke. Dann gucke ich mal hier rein. Nochmal gekochtes Fleisch. Gekochte Leber. Ich glaube, die ist genauso gut. Ne, die ist sogar noch besser als das Herz. Mhm. Nicht schlecht. Okay, ich räume hier noch so ein bisschen ein und aus. Wasser sollte ich mir auch mal langsam ansetzen. Ich habe hier noch mehr Wasserflaschen. Müll. Müll haben wir immer genug. Da habe ich hier einen kompletten Stack. Den teile ich mal auf. Das können wir hier dann auch noch reinpacken. Die Schraubenbox für Notfälle. Hier hätte ich noch Bandagen, die würden ja auch noch heilen. Ja, das mit der Munition, das ist schon wieder eine Sache, die ich überhaupt nicht verstehe. Glasflaschen. Ich habe doch... Genau, 4 Sandsäcke. Mal gucken, ob hier was tatsächlich... Ich bekomme Schwefelbarren. Interessant. So, 6. Also wenn die durch sind, habe ich hier schon mal einen Slot frei. Dann bekomme ich hier aus 4 Sandsäcken ein Glasblock. Und bei Glasflaschen brauche ich allerdings 14. Das ist deutlich mehr. Mich würde mal interessieren, ob es noch irgendwo eine Quelle für Sand gibt. So, wie sieht es mit dem Kochen aus? Das läuft. Was habe ich denn noch an rohem Zeug? Ach, reichlich. Hirn und Herz. Oh ja. Ein Spiel für Hirn und Herz. Die Klamotten können weg. Hier können wir noch mal Eisen rausmachen. Das werde ich wahrscheinlich auch brauchen. Das ist hier gleich durch. Da könnte ich sofort schon mal was nachlegen, was produziert wird. Aber 10-mal gekochtes Fleisch bedeutet 10-mal 24 Hunger. Da kann ich eine Weile dran essen. So, das können wir hier auch noch reinpacken. Ja, ich bin hier noch so ein bisschen am Kochen. Ich verabschiede mich jetzt schon mal und sage bis zum nächsten Mal bei Keep Up Survival. Was ihr von dem Spiel haltet, würde mich auch mal so interessieren. Also wenn ihr da eine Meinung zu habt, schreibt es in die Kommentare. Das Spiel ist ja, ich weiß nicht, was es momentan kostet, aber so für 10 Euro zu haben. Man sollte es nicht ganz ernst nehmen. Die Bugs sind teilweise mehr als merkwürdig. Aber ich finde es schon ganz lustig. Und irgendwie macht es trotzdem Spaß, wenn man halt den einen oder anderen Bug oder die Schwierigkeiten oder Merkwürdigkeiten hier wie mit denen sich ständig beamenden oder in andere Dimensionen transportierenden Beagles angeht. Auch das Kampfsystem ist nicht ernst zu nehmen. Oh, hier kann ich schon mal was machen. Das weg. Wo habe ich denn die 4 Sandsäcke? Wo waren die Sandsäcke? Sandsäcke. Was ist das denn? Manchmal muss man hier auch gucken. Also auch das funktioniert ja nicht wirklich gut. Habe ich die weggelegt, die Sandsäcke?
Läuft das noch? Ja, es läuft. Ja, ich habe die weggelegt. Okay, dann packen wir die Sandsäcke nämlich auch noch schnell hier rein. Haben wir immerhin schon mal ein Glas. Und 24 Schwefel. 4 Eisenstangen. Naja, viel Munition kann ich damit nicht machen, aber auf der anderen Seite, das mit den Waffen und so, das funktioniert auch vor und nicht. Egal. Ich koche hier noch ein bisschen. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Tschüss.